Ja, da sind wir wieder. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, auf ein weiteres Video vom Mythenmetzger zu reagieren. Und falls du einer von denen bist, die beim letzten Video gerne mal ein bisschen rumgetrollt haben in den Kommentaren, sei dir gesagt, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder reingeschaltet hast. Wie sage ich das am besten? Warum wurde ich dir wieder angezeigt, obwohl du mir geschrieben hast, dass du keinen Bock drauf hast und wahrscheinlich auch einen Daumen nach unten gesetzt hast? Ganz einfach, weil du mit deinem Klick plus deinem Kommentar plus deiner Interaktion mit dem Daumen nach unten dem Algorithmus von YouTube gezeigt hast, dass du Interesse an meinen Videos hast. Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, aber hey, so funktioniert der Algorithmus heutzutage auf Social Media. Plus hast du mich dadurch auch noch gleichzeitig gepusht, dass meine Reichweite sich ein bisschen erhöht, so. Im geringen Maße, aber ich danke dir vielmals dafür. Und für diejenigen, die dennoch Interesse daran haben, schauen wir jetzt. Ach, noch, ein Punkt hätte ich noch. Falls du den Sinn von Reaction-Videos nicht verstehst, informiere dich einfach mal ein bisschen darüber. Gut, dann gehen wir mal rein ins Video. Mystery-Kurzmeldung Nummer 8, 2024. Ich finde es schön, dass, dass die beiden Kurzmeldungen so schön nah beieinander waren. Willkommen zu einem neuen Beitrag und damit willkommen zur achten Ausgabe der Mystery Kurzmeldungen im Jahr 2024. Das Format, in dem wir auf die Online-Ausgaben von Zeitungen, in Blogs, Foren und auf Websites schauen, um zu sehen, was es dort Neues an Meldungen aus den Bereichen Mythen und Mystery gibt und alles, was diese zwei Themen so ein bisschen anschneidet. Und da wir immer noch in den Lost Quartz von Bochus bei McMythenmetzger sind, lege ich einfach mal los. Das Intro sieht immer noch genial aus, ne? Und ich finde es immer noch schade, dass es ab dem Zeitpunkt hier hinten im Hintergrund nicht weiterläuft. Die mexikanische Tageszeitung El Tiempo, die hat jetzt einen Bericht veröffentlicht, der dafür viel Diskussion sorgt. Was ihr hier seht, das ist eine Außenaufnahme eines Eisenbahnmuseums. Das befindet sich in einer mexikanischen Stadt namens San Luis Potosí. Dieses Foto, das wurde morgens um 7 Uhr von dem Direktor dieses Museums aufgenommen, der gerade auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz war. Und das, was auf diesem Foto für so Diskussionen sorgt, das ist das hier innerhalb des Roten Kreises. Augenscheinlich steht dort eine weibliche Person. Was aber laut des Direktors nicht der Fall sein konnte, denn es war morgens um 7 Uhr, da hat das Museum noch gar nicht auf. Hat sich da vielleicht jemand einen Scherz erlaubt? Weil ich meine, hier ist offensichtlich ein Fenster offen. Weil, also ich behaupte mal, ne, es ist ein Museum. Da sind auch, ich behaupte mal, dass da potenziell Nachtwächter eingestellt sind und da auch arbeiten. Mein Licht ist ja auch an. Behaupte ich mal. Entweder hat einer der Nachtwächter irgendwie über Nacht Langeweile gehabt, dass er sich gedacht hat, hey, ich stelle eine Figur hin und vielleicht vergessen, das wegzuräumen. Und der Direktor hat das halt gesehen. Ist blöd. Oh ja, ich hab gerade dran gedacht, ja, vielleicht hat einer der Nachtwächter irgendwie weiblichen Besuch. Aber warum sollte die sich dann ans Fenster stellen? Wobei, es sieht auch so ein bisschen danach aus, als würde die Figur vor dem Fenster stehen. Hier, wenn man diese Strebe sich hier anschaut, die scheint nicht durchzugehen. Weil wenn die Person halt hinter der Scheibe stehen würde, würde dieses Zwischending, keine Ahnung, der Rahmen, auch hier noch zu sehen sein. Potenziell. Ja, es sei denn, so aufgrund der Kameraqualität wurde das nicht richtig mit aufgenommen. Ja, gut, das ist ein Punkt. Und in diesem Gebäude befand sich nur der Wachmann. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese, ich sag mal, Person, die dort steht. Och Gott, ey!
Vielen, vielen Dank für deinen Follow und einen schönen guten Abend. Gott, ey, mit dem Ton habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hab mich ein bisschen verjagt. Laut der Beschreibung des Direktors und später anhand des Fotos auch der Beschreibung anderer Mitarbeiter nach, eine vor einiger Zeit verstorbene Kollegin ist, die dort gearbeitet hat. Boah, also das aus der Entfernung zu erkennen, das ist schon hardcore. Ich weiß nicht, ob ich aus der Entfernung eine Person so genau erkennen könnte. Wenn ich dann wieder auf den Prank vom Nachtwächter zurückkomme, ist das wahrscheinlich ein sehr geschmackloser Prank. Oder die Figur sieht halt einfach nur der Person sehr ähnlich. Man kann auf diesem Bild natürlich jetzt nicht so viel erkennen, aber Menschen, die sich sehr gut kennen, die sehen dann bei so einem Bild anhand der Silhouette und so weiter, dass es dann eine, ich sag mal, Kollegin sein könnte, die da. Oder Pareidolie. Auch immer eine Möglichkeit. Ja, verstorben ist. Zumal sich diese Gestalt dann irgendwann auch einmal vom Fenster entfernte und wie gesagt, außer dem Wachmann war dort niemand im Gebäude. Also ich will ganz ehrlich sein, nach all den Jahren Arbeit, wenn ich dann den Löffel abgebe, da würden mir weitaus bessere Orte zum Spuken einfallen als wieder auf der Arbeit. Aber was meint ihr zu diesem Foto und den Aussagen der Kollegen? Wenn man seine Arbeit liebt, warum nicht? Wie ihr ja wisst, bringe ich hier in den Mystery-Kurzmeldungen auch schon mal Beiträge aus dem Bereich der Forschung und Entwicklung. Eben weil die mindestens genauso unheimlich oder unheimlicher sind als die Themen, die ich hier sonst so behandle. Das, was ich jetzt zeige, das wollte ich ursprünglich auf meinem KI-Kanal zeigen. Wenn euch mehr solche Themen interessieren, besucht ihn mal. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Aber das ist schon dermaßen Mal schauen, vielleicht mache ich auch Reactions dazu. heftig, dass ich denke, ich zeige das mal hier. Denn da gilt so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Die US-Firma Throwflame, die hat jetzt einen kleinen Roboter entwickelt mit einem Flammenwerfer auf dem Rücken. Das hier ist der kleine Racker und es gibt dazu ein Video, das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, weil Kampfdruiden. Ich verstehe. das Copyright geschützt ist, das kann ich hier leider nicht zeigen. Dieser Roboter, der bewegt sich wie ein Hund durchs Gelände, der kann auch springen und so weiter. Und die Flamme, die kann er neun. Die Bauform erinnert mich stark an die Roboter von Boston Dynamics. An diese Hunderoboter. Sekunde. Boston Dynamics Dog Robot. So für diejenigen, die gerade kein Bild vor Augen haben. Warte mal, haben wir denn einen ungefähr gleichen Winkel? Von der Seite. Ja, nehmen wir den mal. Und Tab öffnen. So, einfach mal so als Vergleich. Weil die Gelenke sehen allein schon ziemlich ähnlich aus. Gut, hier die Verschraubung ist nicht zu sehen, aber es kann halt abgedeckt sein. Auch mit dem, sag ich mal, mit den Sensoren vorne dran. Mit den Kameras. Das passt halt schon. Ja, ich glaube, da hat da jemand bei Dynamics eingekauft. Und dann halt einen Flammenwerfer oben dran. Das sieht auch nicht mehr aus wie ein Flammenwerfer, das sieht aus wie eine Strahlenkanone oder so. Ja, wobei, auf einer gewissen Ebene ist Flammenwerfer schon eine Strahlenkanone. Auf einer gewissen Ebene. Bis 10 Meter weit schießen. Und der agiert relativ autonom. Und die Firma sagt zum Beispiel, der ist dafür da, um Schnee wegzuräumen. Okay, also. Schnee wegräumen. Mit einem Flammenwerfer. Amerika.
gut, ich meine, wer kennt's nicht? Man ist eingeschneit, einmal Robi mit dem Flammenwerfer raus und dann ist die Straße frei. Oder eben auch zum Bekämpfen von Bränden durch Gegenfeuer. Dass man Robi, den lustigen Flammenwerferroboter, aber... Das verstehe ich schon einigermaßen, vor allem, weil du dabei halt auch die Feuerwehrleute schützen kannst. Das verstehe ich dann schon, weil man weiß halt nie, wie potenziell sich der Wind drehen könnte oder wie nah man dafür ran muss oder sowas. Das ist schon durchaus sinnvoll. Sehe ich. Aber der Rest ist halt... Fehlt nur noch, wenn Ungezieferbekämpfung dazu kommt. Da sind wir schon in so einem Bereich wie Fallout 3. Aber auch für etwas anderes verwenden kann, das gibt das Video her. Und zwar ist das so, dass dieses Video mit sehr heroischer Musik unterlegt ist und die heißt auch noch Zerstörer der Welten. Und in das Video hat man dann ein Sample eingebaut, und zwar ein Zitat von Oppenheimer, der die Atombombe da gebaut hat. Und darin beklagt er sich, wie zerstörerisch und ja, mörderisch die Waffe ist, die er gebaut hat. Ja, Zerstörer der Welten und dieses Zitat dabei, das soll sicher nur bedeuten, dass die gegen Atombomben sind, schätze ich mal. Das Ding hat einen Laser, damit das auch ja da trifft, wo es treffen soll. Ja, aber wie gesagt, das ist... Alter! Aber schon ein bisschen spooky, ne? Muss man zugeben. Wenn das Ding ja nachts über den Weg läuft, Alter, ich renne schneller, als du gucken kannst, so. Es ist nur zum Schneeräumen da und ich schätze mal, die Ausführung mit dem Scharfschützengewehr auf dem Rücken, die ist nur zum Tontaubenschießen da. Das ist ein Jagdhelfer. Für die Entenjagd. Alter. Ach. Ich sag Kampfdruiden, ganz ehrlich, die Separatisten kommen. Konföderation unabhängiger Systeme. Alter, wann sind die Klone auf dem Weg? Ich bin der Senat. Ja, ich denke mal, die nächsten Jahre werden wir noch richtig viel Spaß mit KI und Robotern und so weiter bekommen. Und man sollte nicht davon ausgehen, dass da alles gut wird, weil man sich darum kümmern wird. Das wird nicht so sein. Alles, was zum Schlechten verwendet werden kann, wird dazu verwendet. Und man kann so vieles zum Schlechten verwenden. Holla, die Waldfee. Der Mann, der hier so traurig aus der Wäsche guckt, das ist Larry Sanders und der hat auch allen Grund dazu. Denn der wurde gerade zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seinen Kumpel beim Angeln erwürgt hat. Und warum hat er das getan? Nun ja, die beiden waren in Oklahoma in der Wildnis unterwegs, um dort irgendwo zu angeln. Und dann haben sie einen Bigfoot gesehen. Das hat sie aber jetzt nicht so beunruhigt, dass sie ihr Vorhaben nicht fortsetzten. Sie suchten den Fluss, zu dem sie wollten, und warfen die Angeln aus. Nun hat der Freund von Sanders die ganze Zeit irgendetwas vor sich hin gemurmelt. Und Sanders war davon überzeugt, dass dieser gerade versucht, den Bigfoot zu beschwören, damit er Sanders fressen würde. Und da Sanders nicht vom Bigfoot gefressen werden wollte, da hat er seinen Freund kurzerhand erwürgt. Ich meine, offensichtlich hat die Verteidigung nicht funktioniert. Aber ich behaupte mal, kühn, dass das eine Verteidigung ist, die man wahrscheinlich nur in Amerika versuchen würde. Ja, jetzt 2 Jahre später, so lange saß er da natürlich in Haft, da war die Verhandlung und da hat er lebenslänglich bekommen und der Staatsanwalt sagte, in dieser Nacht, da war wirklich ein Monster im Wald, aber das war eben Sanders und nicht der Bigfoot. Hat irgendwer schon einmal davon gehört, dass Bigfoots Menschen fressen? Also ich habe das noch nie gehört und ich habe auch mal in der Ich hab mich gerade echt von dem Bigfoot erschrocken. Holla, die Waldfee. Mannschaft rumgefragt, von denen hat auch noch keiner einen Menschen gefressen. Es ist, glaube ich, eher der Wendigo, oder? Der Menschen frisst. Dieses Gebäude hier im Bild, das ist ein Gericht. Das steht in St. Landry Parish in den USA. Auf der Rückseite dieses Gebäudes, man kann das hier jetzt nicht sehen, da befindet sich ein Gefängnis, das allerdings schon Jahrzehnte nicht mehr in Betrieb ist.
Und auch dieses Gerichtsgebäude, das steht da wohl schon ewig und bedurfte einer Renovierung, die man jetzt in Angriff genommen hatte. Das Problem bei dieser Renovierung ist, dass man irgendwie nicht fertig wird, weil einige Bauarbeiter da nicht mehr rein wollen und andere ja nur noch sehr ungern ihre Arbeit dort verrichten. Und das hat damit zu tun, dass dort etwas passiert, was diesem Gebäude schon lange nachgesagt wird, nur bekommen das jetzt viele mit. Und auch der Bürgermeister des Ortes hat es nun bestätigt, die Bauarbeiten, die werden durch Spuk gestört. Das Gerücht, dass es in diesem Haus spuken soll, das gibt's schon lange. Und dieser Spuk, der soll durch dort im Gefängnis verstorbene Häftlinge... Wäre eine coole Map, so eine Gerichtsmap wäre irgendwie eine coole Map für Phasmophobia. ...Dinge verursacht werden. Wie gesagt, bisher so ein Gerücht, weil der ein oder andere mal etwas gesehen oder erlebt hat. Jetzt, wo diese Umbaumaßnahmen dort im Gange sind, sollen das aber einige dort gesehen haben. Vor den Augen von Handwerkern sollen dort zum Beispiel Rohre durchgeschlagen worden sein. Etwas, wofür man normalerweise einen schweren Hammer braucht. Gerätschaften wie Werkzeuge und Leitern hätten sich von alleine durch den Raum bewegt. Und auch der... Gibt es dafür Aufnahmen? Sehr interessant. Also... Ich war einfach so, sowas zu sagen... das kann halt jeder. Kann halt auch sagen, so, ja, letzte Nacht konnte ich nicht schlafen, weil zwei Geister hier bei mir im Wohnzimmer eine Party gefeiert haben. War halt eine Samstagabend und so, Samstagnacht, ist klar, dass da Leute halt, dass halt Geisterparty machen. Kennt man ja. Der Bürgermeister selbst, der die Lage dort einmal begutachten wollte, hat wohl so etwas erlebt. Er sagte, dass dort zum Beispiel Aufzüge plötzlich losgefahren sind, die eigentlich überhaupt nicht mehr im Betrieb waren. Und Lichter hätten geflackert, seien an- und ausgegangen, obwohl sich niemand in der Nähe des Schalters befunden hätte. Und so kommt dann eine Sache zum anderen und derzeit ist es so, dass man davon ausgeht, dass es in diesem Gebäude richtig spukt. Nur eine These. Hear me out. Was wäre... Wenn das alles ein Marketing-Gag ist und das gesagt wird, damit potenziell Leute in die Stadt kommen, die sich da hinstellen, nachts, und versuchen, Beweise dafür aufzunehmen. Und das werden nicht wenig sein, sobald sich das rumspricht. Sowas spült ein bisschen Geld in die Kassen, würde ich behaupten. Nur eine These. Ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht widerlegen. Und einige der Handwerker dort, die haben gesagt, ohne mich und haben die Arbeit dort eingestellt. Ja, mal sehen, wann da die ersten Ghost Hunter-Gruppen aufschlagen. In Paraguay, da ging eine Nachricht viral und viele sprachen von einem Gotteswunder. Eine schwangere Frau, die sich in der 32. Woche befand, die kam ins Krankenhaus, weil sie Atemnot hatte. Nachdem die Ärzte sie untersucht hatten, da waren sie der Meinung, dass es besser wäre, diese Schwangerschaft abzubrechen, weil die Frau nicht genug Sauerstoff ins Blut bekam und das hätte unter Umständen beide getötet. Die Chancen der werdenden Mutter, die wären erheblich besser, wenn man die Schwangerschaft abbrechen würde. Das wurde dann gemacht, das Kind wurde per Kaiserschnitt dann auf die Welt gebracht und war tot. Die Ärzte untersuchten dann noch dieses 600 Gramm schwere kleine Mädchen, aber es konnten keine Lebenszeichen mehr festgestellt werden. Ja, in Paraguay, da ist alles etwas anders als hier. Der Vater bekam das Kind, das zuvor einige Stunden im Kühlraum gelegen hatte, dann in einem kleinen weißen Kindersarg zur Beerdigung mit nach Hause. Dort wurde das Kind dann aufgebahrt. Zu diesem Zeitpunkt lag es schon 4 Stunden im geschlossenen Sarg. Der Vater öffnete also diesen Sarg und verschiedene Verwandte kamen, um die Aufwartung zu machen. Und dann wurde das Kind mit Weihwasser bespritzt und gesegnet und erwachte. Ein Onkel der Familie sah, wie es in diesem Moment den Kopf hin und her bewegte und... Also ich würde das nicht aufs Weihwasser schieben, sondern schlichtweg einfach auf ein
sehr seltenes medizinisches Wunder. Zu atmen begann. Die Verwandten kontrollierten dann, ob das Kind wirklich Herzschlag hatte, und so war es auch, und brachten es sofort ins Krankenhaus. Dort liegt es derzeit noch in einem Brutkasten und kämpft um sein Überleben. Nun kann man sich ja vorstellen, was da so der Gedanke ist, wenn man das Kind mit Weihwasser bespritzt und es dann wieder an zu leben fängt. Insofern gehen in Paraguay die Menschen von einem absoluten Wunder aus. Die Ärzte in der Klinik, die untersuchen derweil derzeit, wie es sein kann, dass Ärzte dieses kleine Kind für tot erklärt hatten, obwohl es vielleicht noch lebte. Die verantwortlichen Ärzte sagten, das Kind war definitiv tot. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt immer wieder medizinische Wunder. Das kann man. Das Ding ist, ich glaube nicht daran, dass das eine höhere Instanz war, irgendein höheres Wesen, weil warum dort und nicht bei wem anders? Aber das sind schon sehr krasse Meldungen. Der Mond, liebe Mythengemeinde, ein Streitobjekt, wie es scheint. Einige meinen, die Amerikaner sind auf dem Mond gelandet, andere glauben das nicht. Wieder andere meinen, den Mond gäbe es gar nicht, es wäre ein Hologramm oder der Mond. Oh, wenn wir Hologrammtechnik hätten, das wäre cool. Mond und die Sterne befinden sich an einem Firmament, einer Kuppel über der Erde, und es gibt noch weitere Meinungen über den Mond. Da soll ja jeder so denken, wie er mag, und darum geht's jetzt auch überhaupt gar nicht. Sondern es geht darum, dass in einigen Foren gerade wieder eine Diskussion aufkommt, die es schon einmal gab. Und diese Diskussion, die ist im Zusammenhang damit zu sehen, dass die Amerikaner ja angekündigt haben, eine neue Mondmission zu starten. Einige sind ja der Meinung, dass diese Mondflüge damals so abrupt aufgehört haben, weil man dort auf Außerirdische gestoßen sei, die dort ihre Basen hatten. Man hätte dann den Menschen empfohlen, vom Mond fernzubleiben, zumindest für eine gewisse Zeit, und diese Zeit, die scheint nun vorbei zu sein. Und es tauchen immer wieder Bilder auf, die damals vom Mond, entweder der zu. Ja, ich werf das wieder mit ein. Liebe Trolle. Verschwörungstheorie. Und für die Leute, die daran glauben, dass bisher noch niemand auf dem Mond war, warum gibt es dann einen Spiegel auf dem Mond, der einen Laser zurückreflektieren kann, wenn man ihn anleuchtet? Eine gute Frage, oder? Und das reflektiert halt nur der Spiegel zurück, nicht die Oberfläche. Uns gewandten Seite oder seiner Rückseite gemacht worden, die Strukturen zeigen, die in der Tat ein bisschen fragwürdig sind. Und über diese Fotos, da wird neuerdings in einigen Foren wieder diskutiert. So etwas hier zum Beispiel. Ist das Ganze tatsächlich eine Pyramide, die wir dort sehen? Einfach ein Stein. Oder ist es ein Spiel aus Licht und Schatten? Ja. An derartigen Fotos, da scheiden sich die Geister. Ebenfalls ein interessantes Bild, das ist dieses hier. Man sieht in den Kratern längliche Strukturen. Und die gibt es eben nur dort, und die liegen in einem Krater dreimal parallel nebeneinander. Und das Ganze, so die Meinung, erinnert ja stark an so einen Hangar, wie wir sie hier auf der Erde auch haben. Nur eben zum Beispiel drei nebeneinander. Ja, darüber kann man eben auch diskutieren. Ist das Ganze künstlich oder ist es eine natürliche Struktur? Welche Struktur? Warum sollte es halt nur an diesem einen Ort sowas geben? So, wenn es künstlich wäre. Es ist halt einfach scheiß Zufall. So, wie groß ist die Fläche des Mondes? So. Die es dann nur in diesen Kratern und sonst nirgendwo auf dem. Ich meine, die Fläche ist halt so riesig, und wenn du da was finden willst, dann findest du da was. So, das ist. Du wirst halt vielleicht auch irgendwo Krater sehen, die zusammen halt zwei Augen und einen Mund ergeben.
Oder halt so ein Smiley, das halt so erschrocken guckt. So, wenn du es halt finden willst, findest du es. Dem Mond gibt. Die meisten dieser Bilder, die wurden auf der uns abgewandten Seite vom Mond gemacht und darin sehen einige ja auch den Beweis, dass es etwas ist, das niemand sehen soll. Dass es Alienbasen sind, die mit Absicht auf dieser Rückseite sind, weil wir dann nicht sehen können, wenn sich dort Raumschiffe nähern, landen und starten und so weiter. Aber man geht mittlerweile davon aus, dass die Aliens den Mond verlassen haben und wir nun wieder dorthin dürfen, sozusagen. Ja, egal, wie man jetzt darüber denkt, außergewöhnlich sind diese Strukturen auf jeden Fall. Also war Transformers 3 tatsächlich eine Dokumentation. Da wurde ja gezeigt, dass ein Raumschiff auf der dunklen Seite des Mondes gelandet ist. Mit Sentinel Prime. Aber wie ist denn eure Meinung dazu? Wie denkt ihr darüber? Würdet ihr sagen, jo, das auf der Rückseite, das sind Strukturen, die sind künstlich und die befinden sich nicht umsonst auf der Rückseite? Oder würdet ihr sagen, ja, die sehen seltsam aus, aber das ist eben einfach so entstanden, das ist etwas Natürliches? Wenn ihr mögt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, Lost Quartz von Wochus bei McMythenmetzger, ihr wisst, wie das ist, kürzere Videos, aber dafür das ein oder andere mehr und so gab es dann gestern schon ein Video. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dieses Video hier als Information okay fandet. Ja, von mir nach einen Daumen nach oben, genauso wie ich mich über einen Daumen auf meinem Video nach oben freuen würde. Schreibt einen Kommentar, was ihr zu den einzelnen Themen, was ihr von den einzelnen Themen haltet. Und ja, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke und kommt rüber auf Twitch, wo wir dann uns sowas zusammen live anschauen können. Was kann ich abschließend noch zu dem Video sagen? Wieder mal interessante Themen auf jeden Fall. Einige creepy, wie das mit dem Kampfdruiden. Ich meine Flammenwerferhund, Hundroboter. Ja, das mit dem. So vieles, einige Sachen davon waren halt, sag ich mal, relativ leicht zu debunken. Oder zumindest nicht zu debunken, aber rational zu erklären. Das ist ja so ein bisschen meine Intention auch, wenn ich mir sowas anschaue. Aber auch, ich sag jetzt mal, eine schöne Nachricht, dass mit dem Neugeborenen, das für tot erklärt wurde und dann wieder zurück ins Reich der Lebenden gekommen ist. Tatsächlich eine schöne Nachricht, sowas. Ja. Das war's.